Hallo ihr Lieben, ja, so schnell geht's. Schon kommt der nächste Clip zum Thema Motivation. Teil 1 gibt's schon, das ist das Zeitmanagement. Teil 2, die Visualisierung. Und was kommt heute? Was kommt heute dran? Gute Frage, ne? Ich weiß es schon. Und zwar, heute kommt dran, setzt euch Zwischenziele. Wenn ihr 20 Kilo abnehmen wollt, ist dieser Weg, bis ihr 20 Kilo abgenommen habt, sehr, sehr lang. Wenn ihr, keine Ahnung, aussehen wollt wie Schwarzenegger, aussehen wollt wie sexy Supermodel, was weiß ich, wie sie alle heißen, so, und ihr noch nicht so ausseht, dann habt ihr in der Regel einen langen Weg dahin. So, und dieser lange Weg, da ist es oftmals das Problem, dass uns auf diesem langen Weg der Atem ausgeht. Deswegen brauchen wir heute Motivationsclip Nummer 3. Ich schreibe es hier: Motivationsteil 3. Was brauchen wir jetzt? Wir benötigen ganz dringend Zwischenziele. Zwischenziele. So, wenn ihr euch als langfristiges Ziel gesetzt habt, ihr wollt 20 Kilo abnehmen, dann ist es ganz gut, wir gehen jetzt auf eine glatte Zahl der 100, wenn ihr sagt, erster Step, Zwischenziel. Das nennt man ein Zwischenziel. 95 Kilo, das heißt 100 wiegt ihr. So, und jetzt geht es runter auf 95. 95 Kilo. So, und jetzt machen wir unser Zwischenziel. 20 Kilo in 40 Wochen, dann machen wir die 5 Kilo in 10 Wochen. Würde gehen, oder? So, dann haben wir schon ein Zwischenziel. Wir wollen innerhalb von 10 Wochen 5 Kilo abnehmen. 5 Kilo Körperfett reduzieren. Das ist realistisch, komm mal. Das ist, ja, pro Woche sind es 500 Gramm. Das ist möglich. Gut, dann setzen wir uns das Zwischenziel. Und wir setzen dafür auch ein Datum. Das heißt, klar, wir sind jetzt hier. Wir haben, keine Ahnung, den 15. Dezember. 10 Wochen später haben wir den 1. März. 1. März haben wir definitiv 95 Kilo. Das steht in unserem Timer drin, in unserem Planer drin, Outlook oder in deinem Kalender steht es drin. Fest vernagelt, fest verankert, in deinem Kopf auch fest verankert, da hast du 5 Kilo weniger. Das ist ein Zwischenziel. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Dieses Zwischenziel, das wird auch gefeiert. So, aber natürlich nicht so, dass ihr 5 Kilo abgenommen habt und 3 Tage oder 5 Kilo zunimmt. Das machen wir nicht, sondern feiern heißt, dieses Zwischenziel, da solltest du dich belohnen dafür. Da solltest du dir eine Belohnung geben. Das kann alles möglich sein. Das kann sein, dass du in dem Tag mit deiner Frau zum Beispiel in ein sehr teures, feudales Restaurant gehst und endlich mal dein Hummer isst zum Beispiel. Eine Möglichkeit. Das nächste kann sein, pass auf, Zwischenziel, 10, 5 Kilo weniger, ich gehe mit meiner Frau ins Theater und gucke mir ein Theaterstück an, was ich schon längst angucken wollte. Oder zu dem Zeitpunkt gehe ich 2 Tage in einen Kurzurlaub mit meiner Lady oder mit meinen Kindern noch dazu und freue mich, dass ich 5 Kilo abgenommen habe. Zwischenziel und eine Belohnung. Das wäre Motivation Teil 3. Zwischenziele setzen. In Kürze geht es weiter, Freunde, bleibt dran, vergesst aber nicht, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Jetzt 3 anzukommen.